Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge City Skylines hier in, ja, die Riesengebäude Lichten am Lorch. Und wir haben wieder ein bisschen Geld, eine halbe Million. Ich habe noch ein paar Mods reingepackt und zwar noch mehr in die Advanced Medical Mods habe ich noch ein paar Fahrzeuge gepackt. Die können wir uns jetzt zusammen nochmal angucken und Farben nochmal verändern. Genau, weil, ja, das kann man so nicht lassen. Das ist der normale, genau, das ist der 2016er R8, den habe ich auch nochmal reingepackt. Und ich packe jetzt, da hat jemand ein bisschen übertrieben. Ich mache den mal 300 km/h, eine Beschleunigung von, keine Ahnung, 4 und Brakes von 5. Und Bremse von 5 oder so. Was hat denn der Bodykit? Ja, dasselbe. Gut, dann Color Variation ist gut, aber statt weiß gibt es hier das wunderschöne Grasgrün. Und statt gelb mache ich dann nochmal so ein Silber oder so, damit es halt wenigstens eine halbwegs normale Farbe hat. So, 2 und 3, sonst ist es ein bisschen doof. Gut, dann langweilig. Eine langweilige Farbe lasse ich mal drin. Ich mache den noch. Ich mache statt dem Grau jetzt einmal ein. Genau. Ich glaube, ich habe das bis... Ah, der ist auch neu. Dann fange ich mal hier an. Genau, ich habe überall so gemacht, dass ich das Grün kopiert habe einfach. Das heißt, der kann von mir aus in den Farben bleiben, außer das Weinrot. Ne, außer das Dunkelgrün. Das verändere ich jetzt zu... Genau. Und dann Maximum 200. 20, ich mach mal irgendwas, was 2 und 3, aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwas ändert, aber ja. Das ist der RS6, eigentlich müsste er mehr haben als ein Skoda Octavia Kombi, aber ist okay, ich lasse den sogar mal in den Farben spawnen. Ein Audi TT. Die Farbe ist ganz cool, aber ich lasse den, glaube ich, wirklich mal in so krassen Farben spawnen. So ein dunkles Lila ist gut. Anstatt dem hässlichen Braun hier kann der in meinem Lieblingsgrün spawnen. Schwarz-Weiß, Grün und Lila ist gut. Ein Escalade, Cadillac Escalade. So, in der Farbe und statt dem da spawnt er dann in irgendeinem relativ dunklen Blau. Ja. 200, 1 und 2, das halte ich sogar für realistisch. Ein alter Caprice. Der sieht echt cool aus. Ich glaube, ich mache irgendeinen mal schwarz. Genau, weiß, schwarz. Statt dem da mache ich mal so ein relativ dunkles Blau. Und hier kommt natürlich, was denn auch sonst, da sag ich mal, dass der 170 maximal kann und wirklich 1 und 2 hat. Ein cooles Taxi. Das sind aber keine normalen, sondern gepimpte Taxis. Aber die lasse ich nur in dieser Farbe spawnen. Dann habe ich hier ein Camaro. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber gut ist.
fange ich direkt mal hier an. Du kannst raus, dafür kommt er rein. Statt weiß kommt... Du musst ja schon Bumblebee gelb haben. Diese Farbe kommt natürlich in knallrot. Und der letzte wird... Denke mal, so ein schönes dunkelblau hier. Ach, ist das wunderhübsch. Na, schade, dass die Felgen auch mitfärbt. Aber gut, was will man machen? Chevy Trailblazer. Gerade so. Natürlich muss hier statt diesem komischen Grätzgrün richtig coole Farbe. Statt dem hier kommt dann ein Trailblazer. Gibt es auch in irgendwie so einem komischen Blau. Grün, weiß und was soll's, ganz normales Schwarz. Das erlaube ich auch mal zu spawnen. Ich habe ein Dats und Z. Das ist eigentlich der, naja, Dats und halt, der geht sogar, den, dann verändere ich das mal eben zu dem hier. Das ist eigentlich Datsun bzw. Nissan mit dem, was ist das denn, Fairlane. Das ist der Fairlady, glaube ich. Nissan Fairlady müsste das sein. Oder halt der Datsun. Den mache ich statt dem Gelb mal in einem wunderhübschen Blau. So, Dodge Magnum. Die Zahlen sind ja eigentlich relativ egal. Ich lasse den mal statt in dem Grau. In dieser Farbe hier mal. Ach, komm schon. In dieser Farbe hier spawnen natürlich. Was auch sonst. Dodge Ram. Der Gelb kann gerne bleiben. Der wird ein richtig krasses Hellblau. Dann verändere ich mal wieder dieses komische Grün hier. Und wenn schon, denn schon, ne? Ich gebe dem Dodge Ram denselben Top Speed wie im TT, aber gut. Ich übertreibe hier vielleicht ein bisschen. Das ist vielleicht nicht realistisch. Fiat 500 habe ich auch schon. Stimmt, Chevy Country Squire. Ich habe jetzt ein paar mehr Autos mit reingepackt, weil ich einfach die ganzen Möglichkeiten, die das Spiel bietet, richtig cool finde. Dann ist hier ein Ford Crown Victoria. Lassen wir mal in weiß noch spawnen. Und statt rot packe ich hier das dunkel, das Grasgrün rein. Ford F-150. Der gibt's in meiner Stadt nicht in weiß, so. Ford Focus, wunderhübsch. Ford Focus Turnier, das ist der Kombi. Den gibt's statt in dieser Farbe in dieser Farbe und statt der Farbe in einem hübschen dunkelblau. Ja, Gumpert Apollo, ho, ho, ho. Weiß, schwarz, das und
Sorry, ich muss hier übertreiben, weil schließlich ist das der Gumpert Apollo, Leute. Der Gumpert Apollo. Ich glaube sogar die Standardfarbe von dem ist so ein Orange, ne, vom Gumpert. Das heißt, statt dem Gelb mache ich hier mal wirklich so einen Orangeton rein. Jeep Grand Cherokee, den habe ich schon drin. Den Jeep Wrangler auch. Aventador auch. Diablo ist neu. 1400 km/h. Das werde ich mal reduzieren. Bisschen realistischer gestalten. Und Diablo muss eigentlich ziemlich genau in der Farbe. Mache ich statt der hier mal den da. Den Veneno. Den Mazda Miata. Das ist eigentlich der MX-5. Ist halt der Spitzname Miata. Der ist okay, der ist okay, der ist okay, der ist okay, dann... Ach, dann packe ich Rot raus, ist okay. Mazda RX-8. So. Ich glaube, schade, dass es immer nur so wenige Farben zur Auswahl gibt. Dass man halt wirklich nur in 4 Farben spawnen kann. Komm. km/h. Alles klar, eine E-Klasse, eine alte. 1100 km/h. Wow. So, dann packe ich hier mal das Grau raus. Den habe ich schon. Mini Cooper habe ich noch nicht. Da lasse ich die Acceleration jetzt einfach mal. Alles klar. Rot sieht bei dem langweilig aus, also packe ich statt dem Rot. Ach man. Nissan Leaf, so. IMEV, sorry. Hier ist ein VW Beetle mit 900 km/h. Alles klar. Die Farbe ist zwar ganz cool, aber ich bin mehr für so. Wenn schon, denn schon Farben. Also die Farbauswahl in meiner Stadt ist leider sehr begrenzt auf richtig krass knallige Farben. So, hier ist der Nissan Leaf, den hatten wir schon. Nissan Pickup haben wir auch schon. Pagani Sonder R. Ich weiß die eigentliche Topgeschwindigkeit nicht auswendig. Das ist was, was ich gerade mir aus dem Finger gesogen habe.
Und so ein Sonder-R in Schwarz ist doch lame, das will ja keiner. Genau, in Grün, in Gelb, in Blau und in Weiß. Peugeot 308 hatten wir. Range Rover Evoque hatten wir auch schon. Währenddessen fließt im Hintergrund das Geld. Wir sind inzwischen bei 865.000. Schwarz. Da muss... Das ist das falsche Blau. Für sowas muss dann so ein Blau her irgendwie. Und statt dem Pink kommt natürlich diese Farbe. Welche denn auch sonst? Seat Altea FT. Habe ich nur mal reingenommen, damit man halt so ein halbwegs alltagstaugliche Autos hier ein paar mit drin hat. Natürlich will ich meine Stadt hauptsächlich coole Autos. Smart. Weiß gar nicht, wie schnell so ein Smart fahren kann. Ich hatte nie einen. Und ich bin, glaube ich, auch noch nie in einem mitgefahren. Ich lasse die Recolors mal, weil die ganz cool aussehen. Das ist ein... Das ist richtig cool gemacht. Das ist ein World Rally Car. Subaru Impreza WRX ST. Richtig nett gemacht. Das ist der neuere 2006er WRX STI. Den muss es in Weiß geben, in Blau, in Gelb und in Rot. Aber in Gelb nicht zwingend. Anstatt... Obwohl, Rot sieht ja echt nice aus. Also ich lass mal drin. 1400 km/h mache ich mal... Realistischerweise mache ich mal 250. 2500, genau, richtig realistisch. Ich weiß gar nicht, wieso ich das alles ändere. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied macht. Hier ist ein Suzuki Jimny, der 900 km/h fahren kann. Alles klar. So, weiß, schwarz, blau, grün. Ist okay. Taxicab. Das habe ich schon gemacht. Tesla Model S habe ich. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Das ist ein... Das steht... Der Name steht hier nicht ganz bei, aber eigentlich ist das ein alter Citroën. Kann man eventuell ein bisschen erkennen. Den Mustang haben wir, Supra habe ich auch schon, Volkswagen Beetle. Das kommt ja fast hin. Nur halt nicht ganz. Der Beetle kann, glaube ich, nicht so schnell. Schwarz, weiß. Ach komm, ich mach den mal dunkelblau, was soll's, komm. VW-Bus. Ein Golf GTI, den hatte ich schon. Touareg habe ich noch nicht gehabt. Also ich habe jetzt, glaube ich, fast das komplette Video hier. Was ist das denn für eine Farbe? Pfui. Schwarz. Dann hier ist okay und weiß. Volvo. Aber es ist nicht realistisch, ein Volvo in der Farbe zu sehen. Sorry, da lässt mein Realismus mir aber was anderes. So sieht man Volvos oft. Das vielleicht, das überhaupt nicht, das definitiv, definitiv.
Ah, hier sind Color Variation schwarz und weiß und gelb und lila. Das heißt, ich kann hier schwarz rausmachen und stattdessen mache ich mal so ein Blau rein. Nochmal ein VW Beetle, aber eine Rennedition. Hier übertreibe ich mal ein bisschen. Den mache ich statt ganz schwarz, was ja lame aussehen würde, mache ich den mal hier. Genau, dann ist hier noch ein Polo. Schade, dass ich den, dass es den nicht gibt. Es gibt in echt einen Polo, der so ganz bunt ist. Das ist so eine Spezialedition, glaube ich, gewesen. So, das sind Fahrräder, die sowieso nicht funktionieren. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nichts Neues. Doch, und zwar ein... Die sind nicht neu. Irgendwo hatte ich, glaube ich, auch noch neue Vans. Ah ja, richtig. Weiß, blau, schwarz, rot. Sorry, hier muss rot weichen. Wow, Acceleration. Mache ich dann mal 2,5. Und Brakes mache ich mal 2. So. Ah, ne, 2. So. Den Sprinter hatten wir schon. Das ist ein TNT-Sprinter. Auch ganz cool. Initial D, das ist cool, das ist das Tofu-Man-Auto. UPS, Volkswagen-Transporter, auch gut. Ein Volkswagen-Transporter T1. Richtig hässlich, den lasse ich mal nicht spawnen. Volvo FE lasse ich, glaube ich, auch spawnen. Sag ich mal 150, Top-Speed, ist zwar unrealistisch für einen LKW, aber gut. So, genau, die beiden lasse ich spawnen, den lasse ich ausspawnen, die lasse ich spawnen. Ah, richtig, die habe ich auch neu, und zwar das DS3 Ford Crown Victoria Taxi, den VW T5 Taxi Bus. Und zwar muss ich hier schon, wenn dann, oder? Ach, na ja, komm. Also, weil, auch wenn ich den Color Variations spawnen lasse, wechselt er die Farbe anscheinend nicht. Aber ist okay. Dann habe ich hier noch einen American Scubus. Scubas. So. Und die haben wir ja, glaube ich, schon alle drin gehabt. Ich habe auch noch ein ICE 3 Aftertruck Edition reingepackt. Ja. Ja, Cities Airlines habe ich noch reingepackt. Cities, also Cities Skylines, ein eigenes Flugzeug. So. Jetzt speichere ich das und gehe hier mal raus und gehe dann mal sorry Leute, es laggt gerade. Hier können wir schon sehen, da ist ein Mini Cooper, hier ist ein Rolls Royce Phantom.
Gumpa hat Apollo. Jede Menge Fahrzeuge, die neu spawnen. Und das hier ist meine Stadt. Und hier werde ich jetzt nicht weitermachen. Sondern ich habe einen Plan, wo ich gerne weitermachen würde. Aber ich glaube schon fast, dass das nichts mehr wird von der Zeit her. So, das heißt hier. So. Ich glaube, das mache ich mal eben anders, Leute. Sorry, dass ich gerade wieder so durch war. Und zwar packe ich hier dann... Zack. So, dumm, 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 dumm. Hier noch Geld ist ja da, ne? So. So, zack. Und das funktioniert doch super. Dann noch eine Wasserleitung hier. Zack. So, jetzt müsste das komplette Konstrukt mit Wasser versorgt sein. Dann muss ich hier nur mal eben eine vorläufige Stromversorgung hinbauen. Und dann weiß ich, dass warte mit. Genau. Weise ich das komplette Ding hier als Wohngebiet aus. Das sieht schon hübsch aus, oder? Was meint ihr?
Ah, das geht nicht. Okay, das heißt, es darf nicht. Ah, na komm. So, das sieht auch ganz hübsch aus. Jetzt bin ich mal überlegen, was ich hier so alles hinbauen könnte, was ganz hübsch aussieht. Also, erstmal kommen hier auf jede Seite ein Tennisplatz. So. In die Mitte rein kommt sowieso so eine Menge Gezeugs. Japanische Gärten. Dann, das wäre echt praktisch, wenn das hier hingehen würde. Tut's aber leider nicht. Da muss ich mir dann was anderes überlegen. Ein Skatepark geht auch nicht. Das heißt, ich baue hier und hier einen Skatepark hin. Und ein Fußballfeld kommt am besten hier in die Mitte, ne? Aber gut, ich baue eins hier am Rand. Hier so ein kleiner Skatepark in die Mitte geht auch wieder nicht. Aber hier und hier. Und naja, ich habe einfach vor, hier oben so ein bisschen Luxuswohnung, Wohngebiet zu machen. Ah, aber immerhin geht das so. So. Oh. Ja, das Geld kommt in Massen jetzt herangeströmt. Leute, das ist ein bisschen groß. Ganz so groß wollte ich vielleicht doch nicht bauen, so. Aha, okay, da sind die Gebäude. Dann gucken wir mal eben, was hier so die Bürgerzufriedenheit. Guck mal, das ist komplett... Oh, guck mal, wie grün das hier ist. Bodenrichtwert ist hier komplett grün. Das ist doch schon mal gut. Und der ist hier blau, obwohl da noch keine Gebäude draufstehen. Ich bin nur gerade am Suchen, wo das ist mit... Ah, Stufen, okay. Hier. Genau, das ist momentan ein bisschen dunkel. Daran habe ich natürlich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Dass hier natürlich auch die Notfall-Services. Und ich glaube, die baue ich einfach hier unten an diese Ausfallstraße hin. Genau, hier kommen die Notfallsachen hin. Hier kommt dann auch ein Krematorium hin. Und ein Friedhof kommt hier direkt neben das Fußballfeld. Feuerwehr, Polizei. Das reicht anscheinend nicht bis da hinten, weil das so groß ist. Das heißt, ich werde hier hinten noch irgendwo eine kleine Polizeiwache bauen müssen und eine kleine Feuerwache. So, und Arzt ist hier drüben nicht ganz abgedeckt. Das heißt, hier kommt noch so eine Klinik rein. Jetzt kommt Bildung. Grundschule. Passt da irgendwo noch rein?
ist okay, dann baue ich hier eine Grundschule und hier eine Grundschule. Dann eine Oberschule kann eventuell hier unten hin. Und dann kommt hier noch so eine Hochschule hin. Dann habe ich aber momentan immer noch das Problem, hier sind zwar zwischendrin diese ganzen Wege, was ja schön und gut ist. Die habe ich ja eigentlich auch ganz hübsch hier platziert, nur wäre es, glaube ich, sinnvoller, hier zumindest noch einmal kleine Straßen zu ziehen, damit der ganze Platz nicht verschwendet ist. Weil klar würde ich gerne, ist der Hintergrund dieser Wohnsiedlung, dass ich hier eine hübsche Wohnsiedlung hinbauen will, aber hübsch heißt ja nicht, dass 100.000 Quadratkilometer Platz verschwendet werden müssen. Stromprobleme legen sich, sobald hier Leute hinziehen. Das heißt, sobald das hier soweit fertig ist, kann ich mal anfangen, wäre mal ganz gut, wenn es Tag werden würde. Dann könnte ich die Zeit hier sogar eventuell pausieren. Und zwar muss ich jetzt nämlich, kann ich jetzt hier so ein paar Bäume platzieren. So. Und jetzt kommen hier wieder Wege. Ah, immerhin wird es jetzt mal morgen. Das ist doch auch super. Ein schöner Morgen ohne allzu viele Sorgen. Ach ja. So, noch eben hier fertig bauen. Oder wisst ihr was, Leute? Das baue ich gleich mal auf Screen fertig. Und ich sag hier mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von City Skylines. Und dies war eine XXL Edition. Bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.